Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen das Schaf quasi gesucht und haben noch ein bisschen Holz hier in unsere Trockenstation gebracht. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Däumchen. Und ihr habt gesagt, einfach einen Tag vorspulen und dann bekommen wir die neuen Gerätschaften wie Hake und Gießkanne. Ja, in der heutigen Folge, wir gucken mal kurz hier bei den Aufträgen rein, was wir hier noch so zu tun haben. Wir haben hier ein Schaf, einen Auftrag und noch ein Schaf. Aber wir werden uns heute mal wieder ein wenig mit unserer Parzelle hier beschäftigen, denn wir brauchen ganz viel Holz. Ihr habt auch geschrieben, wir sollen uns auf jeden Fall noch einen neuen Traktor kaufen. Denn wir müssen ja unseren Onkel ausbezahlen. 250.000 Euro, da können wir uns das hier mal anschauen. Ne, wir können natürlich jetzt hier einen Betrag auswählen. Aber 250.000, da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Deswegen werden wir heute einmal wieder hier mit der Kettensäge unterwegs sein, werden weiteres Holz quasi hier soweit vorbereiten, werden das dann heute mal wieder rüberfahren und in der nächsten Folge werden wir dann auch wieder ein bisschen was verkaufen. Also sprich hier diesen Pressspan, den wir auch noch verkaufen können und da werden wir nach und nach jetzt hier dann alles fertig machen. Huch, warte mal, ich muss mal kurz hier mit dem Holzwagen mal wegfahren. So, wir nehmen mal die Außenperspektive. Da haben wir auch schon ein bisschen Holz aufgeladen. So, jetzt liegt der Baum hier frei. Und da können wir jetzt hier weitermachen. Der backt ab und zu mal ein bisschen rum. Ihr seht das, ne? Das ist leider noch aufgrund der Spielengine so ein bisschen, dass manche Sachen nochmal so ein bisschen rumbacken. Aber okay, es ist ja noch eine Early Access Version. Das muss man immer berücksichtigen, dass da noch nicht alles perfekt abgestimmt ist. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt hier auch weiter mit Lumberjacks Dynasty. Und überhaupt geht es jetzt hier mal wieder weiter. Ich hatte mir die letzten paar Tage mal wieder ein bisschen Auszeit gegönnt. Um einfach mal, ja, ein bisschen Ruhe zu haben und auch mal so ein paar Sachen, ja, zu überdenken. Auch so ein bisschen Feedback mir mal in Ruhe durchzulesen. Und heute geht es dann wieder weiter. Das heißt, nachher geht es dann weiter mit Cooking Simulator. Morgen kommt dann die Wildbachtal und auch wieder Hausflipper. Weil da hat sie auch gefragt. Es gibt auch mittlerweile ein neues Spiel, was rausgekommen ist. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Woche mal zeigen. Accident heißt das. Da weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich es auch noch die Woche hin, weil am Wochenende bin ich ja unterwegs. Bin ich ja auf der bei der FSL die nächsten vier Wochenenden und moderiere gemeinsam mit dem Renew, mit dem Werner, dann immer abwechselnd die Farming Simulator League. Da freue ich mich auch schon, da bin ich nämlich in Erlangen. Ne, das heißt, alle Videos jetzt hier, wenn ich nicht direkt in den Folgen darauf eingehe, habe ich so ein bisschen vorproduziert, damit ihr auch natürlich jetzt regelmäßig wieder Videos bekommt. Aktuell ist mein Plan, so zwei Videos pro Tag wieder zu bringen. Och, Baum fällt. Oha, der fällt aber richtig langsam. Ja, das ist jetzt so mein Plan wieder, um auch wieder ein bisschen Regelmäßigkeit hier im Kanal reinzubringen. Und heute Abend wieder Livestream auf Twitch, wie immer. LS19, der Feldversuch. Hof Bergmann wird es erstmal nicht mehr geben. Das werde ich dann auch nochmal so ein bisschen thematisieren in der morgigen Folge von der Wildbachtal. Warum es da jetzt erstmal keine Folgen und auch keine Livestreams gibt, heißt nicht, dass es die nicht wieder geben wird. Aber da gibt es ein paar Dinge, die müssen noch geklärt werden. Und deswegen, das ist nichts Persönliches, ne, sondern da gibt es halt Sachen, die geklärt werden müssen. Und bis das nicht geklärt ist, ja, gibt es halt keine Folgen von Hof Bergmann. Ne? Ich bin am Überlegen, ob ich mir dann noch ein neues Projekt starte. Ich hatte ja sowieso vor, noch ein neues Projekt zu starten. Im LS. Aber da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. So, zwei Bäume haben wir jetzt hier soweit wieder ready. Ich würde sagen, wir fällen noch einen dritten. Denn aufforsten können wir erst in Kapitel 3. Und Kapitel 3 bekommen wir erst, wenn wir halt die 250.000 Euro ausgezahlt haben an unseren Onkel, ne? Das ist halt wichtig. Das heißt, hier werden wir heute noch mal ein bisschen Holz hin und her fahren. Da ein bisschen was produzieren. Da werde ich mir den Pritschenwagen holen. Dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen was verkaufen. Werden dann auch einen Tag weiterspringen. Und da fällt schon der nächste Baum. Baum fällt. So. Zack. Und weiter geht's. Baum liegt. Äste entfernen. Und dann geht's wieder weiter hier. Je mehr Bäume liegen, wie im LS, ne, desto schwieriger ist die Performance. Deswegen so drei, vier Bäume kann man ohne Probleme fällen. Alles andere sorgt dann halt für ein paar Lecks, ne? Das ist aber einfach so. Da kann man auch noch so ein gutes Gerät haben, denn die Performance bei Spielen wird ja erst in der finalen Version dann immer
immer gefixt. Das heißt, egal was man für PC hat, das ist zwar ganz schön, dass man einen guten PC hat, aber es bringt einen nichts. Jetzt kann ich auch den einen oder anderen verstehen, der sagt, ja, die Performance bei dem Spiel ist nicht so gut. Aber es ist, hat natürlich was mit dem Entwicklungsstand des Spiels zu tun, ne? So. Bäume zerteilen hier. Das heißt, noch mehr Bäume für unser Sägewerk heute. Und da wird dann auch fleißig wieder produziert. Und das werden wir dann gleich wieder abladen. Es gibt auch verschiedene Abladestellen, ne? Das heißt, wir könnten auch woanders abladen. Aber wir sind natürlich jetzt in der Nähe des Sägewerks. Ihr könnt es gerne nochmal kurz angucken. So, hier sind wir ready soweit. Packen wir das weg. Wenn wir uns die Karte mal angucken, wir haben auch hier Abladestellen. Da, da. Das geht dann alles hier zum Sägewerk. Dauert dann natürlich noch ein bisschen länger, bis das dann ankommt. Aber das passt schon soweit. So, dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal wieder in unserem Holzanhänger. Da habe ich nämlich noch schon ein bisschen Holz aufgeladen. Und werde dann hier einfach mal wieder ranfahren. Und wenn wir mal den Baumstamm hier vorne erstmal wegpacken. Mal gucken, wie viel wir da drauf kriegen. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir da noch ein Stückchen näher ranfahren. Ja, manchmal fährt man sich hier fest mit dem Ding, ne? Das hattet ihr auch schon bemängelt. Wenn man nicht... Ach, guck mal, da liegt auch noch was. Kommen wir da dran? Nee, da kommen wir nicht dran. Ach, manchmal muss man da echt genau hinfahren, ne? Das ist... Komm, wir fahren hier einmal außen rum. Da kommen wir dann natürlich besser dran. Und aufforsten, wie gesagt, können wir erst im nächsten Kapitel, ne? Und so weit sind wir halt noch nicht. Und 250.000 ist nicht mal ebenso verdient hier in dem Spiel. Das braucht halt ein bisschen Zeit. So. Wir haben das Ganze jetzt mal... Ja, jetzt haben wir schon wieder festgefahren hier. Also manchmal ist es echt tricky. Da fährt er dann auch nicht so richtig geradeaus, ne? Da muss man echt aufpassen. So. Zack. Holz drauf hier. Gucken, ob wir die Reihe jetzt hier noch wegkriegen. So. Wir werden auch immer mal wieder gucken, dass wir auch Sachen produzieren. Ihr habt doch gesagt, ey, wie kannst du bei der Schafsuche das ganze Grünzeug übersehen? Ja. Weil da kannst du Körperlotion herstellen und so weiter. Auch viele andere coole Sachen. Ich guck mal, ob der jetzt hier noch... Ja doch, der nimmt da noch mit. Ich glaube, danach müssen wir erstmal abladen. Weil die Baumstämme auch sehr, sehr groß sind. Guck mal, können wir hier noch was ablegen? Nee. Ich würde sagen, da fahren wir erstmal rüber hier zum Sägewerk und dann das ab. Ihr könnt nämlich Körperlotion kann man herstellen und auch viele andere Dinge. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall berücksichtigen, dass wir da ein bisschen was sammeln. Wir können Kräuter herstellen, Tränke herstellen und die bringen natürlich dann auch Geld. Und mit den Blümchen, ja weiß ich nicht, das werden wir irgendwann mal machen, wenn wir genug Geld haben. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben. Ob wir das mal machen sollen mit der Gießkanne und so ein Kram, ein paar Blümchen machen. Aber ich finde, das ist halt Geld, was wir aktuell sparen müssen für die nächste Stufe. Da vorne haben wir auch noch ein bisschen ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Wir können auch noch Baumrinde verkaufen. Ja, und dann schauen wir jetzt einfach mal. So. Ich werde natürlich gucken, dass wir auch zwischendurch immer mal wieder einen Reparaturauftrag reinschieben, dass wir dann auch vielleicht mal ein paar Dinge herstellen, wie so Kräutertränke oder auch andere Sachen, die wir dann hier bei der Kräutergöttin da verkaufen können oder auch bei Läden. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ne, wichtig immer, was ich immer wichtig finde, auch bei Kommentaren. Ne, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese mir auch alle Kommentare durch. In den letzten Tagen war es halt ein bisschen schwierig, ein paar Kommentare zu lesen, weil sie halt, ja, nicht so dolle waren. Jetzt nicht, weil jemand geschrieben hat, das kann man anders machen oder so, sondern ja, manche Leute meinen halt, ja, die gute Kinderstube zu vergessen. Und deswegen habe ich einfach mal, ne, zum Leidwesen jetzt von euch, die halt immer, ja, fleißig und auch nette Kommentare schreiben und die sich freuen über Videos, gab es halt eben keine Videos, weil mich das so ein bisschen, ja, aufgeregt hat. Ne, aber die meisten, ich sag mal, 99% der Leute sind ja hier absolut nett und auch absolut freundlich und das freut mich auch, gibt mir auch zahlreiche Tipps. Wichtig auch vielleicht bei den Kommentaren, Leute, ne? Manche schreiben da halbe Bücher rein. Ich finde es gut, wenn es so ein ausführliches Feedback ist. Das mag ich auch. Aber manchmal ist weniger ein bisschen mehr. Weil manchmal habe ich dann einen Text, den ich mir dann durchlese. Und wo ich mir denke, ja, ich habe wieder vergessen, was oben stand. Ne?
Ne? Ihr könnt ruhig ausführliche Kommentare schreiben, ne? Dagegen habe ich gar nichts. Aber im Endeffekt achtet mal ein bisschen drauf, dass ihr keine Bücher schreibt, weil das dann auch manchmal schwierig ist. Klar, wenn ihr Tipps und Tricks habt, gerne rein. Ne? Auch gerne Anregungen und so weiter. Ne? Einfach reinschreiben. Aber manchmal kriege ich da halbe Bücher und denke mir so, wow, der Brockhaus hat wieder zugeschlagen. Ne, das ist dann recht schwierig zu lesen. Oder setzt da ein paar Komma drin und macht keine langen Sätze vielleicht. Das ist dann auch einfacher zu lesen, so ein paar Abschnitte. Oh, guck mal, warte mal, hier haben wir noch was. Das können wir auch noch mitnehmen, oder? Ja, ist immer ein kleiner Stamm, aber der bringt auch ein bisschen was. Also ich lese sehr gerne Kommentare. Ich nehme meistens morgens Zeit, bevor ich anfange zu arbeiten. Und lese mir dann die Kommentare durch. Es macht immer sehr viel Spaß und auch, ihr gebt auch sehr viele Däumchen und auch viele hilfreiche Tipps, worauf man achten sollte. Weil mit dem Traktor habt ihr hier geschrieben, mit dem Holzanhänger, da fährst du dich dumm und dusselig. Ne? Das ist natürlich, wollen wir natürlich auch nicht. Aber der ist halt nicht so schnell. Aber ein Traktor, der kostet halt auch wieder Geld, ne? Ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, wie wir das genau bewerkstelligen. Dass wir da so ein gutes Mittelmaß finden. Und jetzt halt uns nicht 15.000 Folgen hier mit Holz angucken. Wobei das ja das Hauptaugenmerk ist, ne? Wir werden auch mal ein paar Dinge herstellen aus dem Gewächshaus. Das werden wir dann auch nochmal machen. Aber alles immer schön nach und nach. Weil wir müssen natürlich gucken, dass wir da auch profitabel arbeiten, ne? Das finde ich ja auch immer wichtig. So, da kriegen wir da noch einen hin. Nee. Dann wollen wir mal wieder zurückfahren zum Sägewerk. Und werden das Ganze dann wieder abliefern. Ah, auf geht's hier. So, nächste Ladung ist wieder unterwegs. Da wird das Ganze dann produziert. Und ich denke, bei der nächsten Folge können wir dann wieder einen kleinen Auftrag machen. Und auch wieder ein bisschen Holz hin und her fahren. Und auch ein paar Erzeugnisse verkaufen. Ein paar Baumrinden vielleicht verkaufen. Oder eben halt auch hier diesen Pressspan, den wir hier haben. Den haben wir ja hier stehen. So. Dann haben wir das auch gleich wieder gemacht. Der Tag jetzt hier neigt sich auch wieder dem Ende, sodass wir am nächsten Tag dann auch auf den neuen Tag springen können. Aber heute ist mal wieder ein bisschen Holz angesagt. Ne, jede Menge Holz. Wir haben auch noch einiges dort abzuliefern. Vielleicht werde ich dann auch bald mal einiges ein bisschen offscreen machen. Da müssen wir auch nochmal schauen, dass wir das dann auf jeden Fall auch nochmal hinbekommen. Damit auch möglichst viel Abwechslung ist. Aber gewisse Sachen wiederholen sich halt, ne? Wie im wahren Leben auch, ne? Das ist dann einfach so. Ja gut, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Der Holzstamm, aber gut. So, ne? Wichtig nochmal für alle, nicht parken hier, abspeichern hier. Sondern immer wegfahren hier von diesem Punkt, weil ansonsten backt das Ganze noch ein bisschen rum. So, der eine oder andere hat es ja auch noch gewünscht, dass es auch noch ein paar Fehler beseitigt werden. Ich denke mal, das wird mit den nächsten Updates kommen. Wichtig war jetzt, glaube ich, erstmal neue Spielinhalte mit reinzubringen, weil der eine oder andere, wie ich auch anhand der Kommentare lese, auf jeden Fall schon sehr, sehr weit vorangeschritten ist. Was mich auch freut, das Spiel macht auch sehr, sehr viel Spaß. Viele fangen auch immer nach Farmers Dynasty. Da wird es erstmal nichts geben. Ich habe jetzt letztens mal wieder reingeschaut, also was wirklich Neues gibt es da nicht. Da warten wir einfach nur mal ein bisschen ab und schauen einfach mal. Und ansonsten wird heute nachher wieder gekocht. Das heißt, wir sind nachher wieder beim Cooking Simulator unterwegs mit dem neuen DLC Cakes and Cookies. Da haben wir auch schon einiges fertig gemacht. Da werden wir nachher mal eine Eigenkreation, glaube ich, machen und werden lecker einen Auftrag fertig machen. Da freue ich mich auch schon mal drauf. Bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr dann nachher auch erleben. Und heute Abend um 19 Uhr wieder Livestream auf Twitch. Ne? Jeden Tag, immer dienstags bis freitags aktuell nur, weil am Wochenende bin ich ja die nächsten 4 Wochen unterwegs. Deswegen gibt es leider keinen Livestream. LS19, der Feldversuch. Heute sind auch wieder alle mit dabei. Ja, oder die meisten zumindest. Kann natürlich sein, dass der ein oder andere es mal nicht schafft. Aber das macht mir auch sehr viel Spaß aktuell, das Projekt. Und da müssen wir auch wieder ein bisschen Geld verdienen, ein paar Sachen aussehen und so weiter. Und das werden wir dann auch noch machen. So. Jetzt muss ich echt hier gleich nochmal hinfahren. Ja gut, dann ist das so.
Fahren wir nochmal mit der Ladung. Das sind da auch ein paar sehr, sehr dicke Stämme. So. Fahren wir da jetzt auch nochmal rüber. Dann haben wir erstmal ausreichend Holz. Einen Schluck trinken hier. Ach ja. So ist das. So. Hier wird schon wieder fleißig produziert. Guck mal, da liegt schon wieder eine Palette. Da vorne liegt auch schon wieder Pressspan. Den können wir dann auch bald wieder aufladen. Ein paar Tage dauert es, bis das Holz getrocknet ist. Aber dann, wenn es dann getrocknet ist, dann können wir auf jeden Fall auch richtig, richtig gut Geld damit verdienen. Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Da bin ich mal gespannt, wie lukrativ das ist. Ich weiß gar nicht, ob die Preise, wenn man sich die hier mal anguckt, ob die auch variabel sind, ob die sich ändern. Ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel für Bretterkisten trocken 300 pro Kiste. Ich glaube, wir kriegen 6, 7 Stück auf dem Pritschenwagen. Ja, das ist schon ordentlich. Ne, und auch die Holzspänekiste, das sind hier diese Pressspan-Dinger, die lohnen sich definitiv auch. Ich fahre nochmal ein kleines Stück vor und wieder zurück. Da passt das soweit. So. Schmeißen sie runter hier. Immer Rinder. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz nah genug angefahren hier. So. Aber das funktioniert ganz gut. So, da haben wir doch gleich noch eine kleine Tour. Und dann sind wir hier erstmal mit dem Holz fertig. Da kann das erstmal alles produzieren. So, eine kleine Tour haben wir noch. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Unglaublich. Aber ihr seht, ne, das Fahrzeug ist halt nicht das schnellste. Ne? Das ist halt auch das Manko, was ihr halt auch geschrieben habt. Und ich weiß nicht, ob der andere Holzanhänger mehr laden kann als der hier. Aber ich denke mal schon. Wir werden aber trotzdem die alten Geräte, denke ich mal, behalten. Weil bei Farmers Dynasty zumindest war es so, dass man dann später die Geräte noch renovieren konnte. Oder renovieren, ja. Man renoviert Fahrzeuge, genau. Man repariert Fahrzeuge. Und konnte die dann noch lackieren und so weiter. Ich denke, das wird dann auch irgendwann nochmal kommen. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt haben wir hier nochmal hier so zwei, drei Stämme. Dann machen wir die auch nochmal ready. So, einmal. Zack. Dann fahren wir hier auch nochmal hin. Dann gucken wir gleich nochmal, wie viele Holzstämme wir dann noch übrig haben. Die wir hier noch, oder wie viele Bäume hier noch sind. Die wir dann auch noch aufnehmen können. So. Dann haben wir das auch. Wupp. Ja gut, den nehmen wir mal auf hier. Wir gucken mal kurz. Wie viele haben wir jetzt hier noch? Also wir haben jetzt hier noch... Ach, guck mal hier. 3 mal Kiefer, 7 mal Fichte und 8 tote Stämme. 18 Bäume haben wir jetzt hier noch drauf. Das ist ja krass. 18 Bäume noch. Das ist auf jeden Fall jede Menge Holz. So, hier hätten wir, glaube ich, auch noch was, was wir auch noch umhauen könnten. Auf dem Grundstück. Ja, ist schon echt sehr, sehr lukrativ auf Dauer, ne? Das ist schon echt nicht schlecht. So. Dann räumen wir gleich mal alles weg. Werde ich zur nächsten Folge dann, denke ich mal, den Pritschenwagen schon da haben. Da werden wir dann wieder ein bisschen was verkaufen. Und dann nochmal den einen Auftrag da unten fertig machen. So, dann haben wir das hier soweit ready. Wichtig ist immer, das Fahrzeug hier so ein Stückchen weit weg zu parken. Das machen wir jetzt, ne? Weil nicht auf dieser Plattform, weil da backt das Ganze weg. So, und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal ein bisschen Pressspan hier schon mal hin. So, dass wir das direkt in der nächsten Folge aufladen können und das verkaufen können. So. Das machen wir jetzt auch nochmal fertig. Dann werden wir uns den Pritschenwagen holen und dann den Auftrag da nochmal absolvieren. Ja, dann ist der Tag auch gleich hier schon wieder zu Ende, ne? So. Pressspan. Der hat hier manchmal noch diese Kamerakolli. Ist ein bisschen nervig manchmal, aber okay, gut. Es dauert auch manchmal ein bisschen, bis da wieder neue Sachen spawnen. So, dann haben wir das schon mal weggefahren. Jetzt können wir nochmal hier so ein bisschen ein paar Bretter, Kisten oder diese Holzdielen, die wir da haben, auch nochmal hier schon mal zum Trocknen reinpacken. Das machen wir eben auch nochmal fix. So, dass das Ganze trocknen kann. Es dauert auch mehrere Tage.
So. Dann liefern wir das auch nochmal ab hier. Ich guck mal, ob wir hier noch Platz haben. Ich guck mal kurz. Ich glaube, hier unten, hier war alles voll. Hier war, glaube ich, noch nichts drin, oder? Ah doch, da oben passt noch eine rein. Und dann haben wir fast alle voll hier, ne? Das heißt, das bringt ganz, ganz viel Geld. Zack. So. Die Produktionszeiten sind immer noch relativ fix. Das ist immer noch recht gut. So. Nehmen wir das auch nochmal auf hier. Zack. Und fahren in die nächste Box. Jetzt dauert es halt ein bisschen, ne? Bis das wieder produziert wird. Die Holzstämme müssen natürlich erstmal hier hin. So. Dann haben wir das auch ready. Und da vorne haben wir auch schon wieder was produziert. Da können wir das auch wieder wegfahren. Das Holz ploppt da noch hin, wird dann hier verarbeitet im Sägewerk. Und dann passt das auf jeden Fall. Also die Produktion laufen hier alle, ne? Also der Rubel wird auch rollen, definitiv. Aber es braucht halt Zeit, ne? Huch. So, gucken wir mal. Ich denke mal, zum nächsten Tag haben wir dann hier soweit alles ready. Dass wir dann auch hier 6 Stück aufladen können und dann einen 7. dann auch noch haben. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. So. Ich würde sagen, wir steigen jetzt hier erstmal aus. Und hier ist... Ja, ist auch schon das fertig. Ja, das machen wir morgen. Das dauert einfach noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen, haue ich mich mal ins Bett hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und auch diese Folge gefallen hat und die Anregungen, Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich lese die natürlich und werde sie dann, darauf in der übernächsten Folge eingehen, weil ich nämlich jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen werde. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende schon mal vorab und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.